Herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Hülsmann. Wir sind hier in Erkrath in der Nordkap School. Heute unser Webinar zum Thema Nuvair Schnellkühler. Und das Erste, was ich hoffe, dass die Technik funktioniert, dass Sie alles gut erkennen können. Wir haben einen Chat. Wenn Fragen sind oder auch wenn Anregungen da sind, bitte nutzen Sie das. Ich freue mich sehr. Für mich ist es immer sehr schwer mitzubekommen, ob das, was ich erzähle, auch wirklich ankommt. Also wenn Sie eine Frage loswerden wollen, gerne her damit. Und auch wenn technische Probleme da sind, schreiben Sie es kurz in den Chat. Wir können das dann sehen und versuchen, die so schnell wie möglich zu beheben. Unser Thema sind heute die Nuvair Schnellkühler und Schockfroster, die Nordkap seit dem 1. Januar exklusiv in Deutschland vertreibt. Und die Nuvair Schnellkühler, die sind wirklich gemacht für Kunden, die Leistung brauchen, die wirklich einfach eine hohe Anforderung haben, die robuste Geräte brauchen und die vor allen Dingen die richtigen Geräte brauchen, die das schaffen, was der Kunde vorhat. Mein Kollege hat für unsere Nordkap School einen neuen Besen bestellt und diese Puppenhausgröße, das passt wirklich so, werden in Deutschland häufig Schnellkühler geplant und auch verkauft, denn die Anforderungen sind nicht klar und auch dieses Ding kann fegen. Wenn man in der Küche wirklich sauber machen will, dann braucht man einen Besen. Und der Nuvair Schnellkühler, der ist dann wirklich genau dieser Besen, nämlich wirklich ein leistungsstarkes, haltbares Produkt, das macht, was der Kunde wirklich braucht. So, wir starten mit einer kleinen Präsentation. Das ist unser Thema heute, frisch gekocht, schnell gekühlt, Supermarkt, Gemeinschaftsverpflegung, auch Gastronomie. Es wird immer wichtiger, Kochen zu organisieren, Frische und Qualität zu erhalten und dazu braucht man Schnellkühler. Je größer die Küche ist, je größer die Mengen sind, umso wichtiger ist dann natürlich auch das Werkzeug dafür und der Nuvair Schnellkühler Schockfroster, der sorgt wirklich für die richtige Abkühlung. Wer ist Nuvair? Nuvair ist eine sehr junge Firma, wobei eigentlich stimmt es nicht. Die Firma ist sehr, sehr alt. Die hat Eismaschinen hergestellt, sehr, sehr robuste Eismaschinen, macht Schnellkühler und Schockfroster aber erst seit 3, 4 Jahren und hat trotzdem sehr viel Erfahrung. Das liegt an den Mitarbeitern, die dort die Technik entwickeln und vorantreiben. Die kommen alle aus diesem Sektor, haben schon 15 oder sogar 20 Jahre Erfahrung mit leistungsfähigen Schnellkühlern und Schockfrostern. Noch kurz was zu meiner Person. Ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit dem Thema. Am Anfang musste ich mich immer rechtfertigen, warum willst du denn so teure Kühlschränke verkaufen? Was ist da irgendwie das Besondere daran? Heute ist es wirklich so, dass man sagen kann, die Nachfrage ist da, der Bedarf ist erkannt und es gibt trotzdem jede Menge Fragen oder gerade deshalb jede Menge Fragen dazu zu beantworten und das ist meine Aufgabe. Nuvair ist, wie gesagt, spezialisiert auf leistungsstarke Schnellkühler, die Industry Line, die zu den Produkten gehört, die ich Ihnen heute besonders vorstellen möchte, setzt auch Petra Gobelius ein. Petra Gobelius ist die Geschäftsführerin beim Kindercater in Bergheim und da möchten wir Ihnen jetzt ein kleines Interview zeigen, wie denn diese moderne Schulverpflegung 6000 Essen komplett im Cook and Chill organisiert ist und wie Petra Gobelius das Thema Cook and Chill sieht. Film ab! Schönen guten Tag, wir sind hier beim Kindercater in Bergheim, das liegt in der Nähe von Köln und bei mir ist Petra Gobelius, die Geschäftsführerin vom Kindercater. Petra, wie viele Essen stellt ihr hier in eurer Küche her und für wen sind diese Essen? Also wir stellen hier bis zu maximal 6000 Essen am Tag hier her und mein Team, wir sind ungefähr 40 Leute, wir produzieren das im Cook-and-Chill-Verfahren und unsere Hauptkunden sind Kitas und Schulen im Kölner Raum. Okay, liefert ihr alle Essen warm oder kalt aus? Wie ist die Verteilung? Wir machen das so, wir produzieren alles im Cook-and-Chill-Verfahren und glücklicherweise haben wir viele Kunden, die von uns morgens das Essen schon kalt regenerieren. Mhm. Und wir haben nur einen Bruchteil, ungefähr 1500 Essen, die wir noch bei uns selber im Hause regenerieren und dann warm ausliefern. Das heißt aber, alle 6000 Essen werden am Vortag im Cook-and-Chill-Verfahren hergestellt.
Und der Großteil wird nachher am nächsten Tag kalt ausgeliefert und ein Teil wird hier im Haus regeneriert und dann ausgeliefert. Genau, wir bemühen uns immer, dass unsere Kunden doch auf die Technik von Cook & Chill-Verfahren einfach mal einsteigen, weil es einfach eine Qualitätsverbesserung ist. Ich sage einfach, ihr habt drei Einrichtungen oder vielmehr ihr habt eine Einrichtung und habt drei Mittagessenzeiten. Die meisten sind erst um 11:30 fangen die an und dann 13:30. Und wenn die eine Warmanlieferung haben, müssen die natürlich ewig lange warten, bis die das Essen dann ausgeben können. Ich weiß, du bist ja eigentlich eine Quereinsteigerin in den Beruf des Caterers. Vor wie vielen Jahren hast du mit dem Thema angefangen? Das ist eigentlich mit meinen Kindern entstanden. Als ich damals als Designerin selbstständig werden wollte oder war, habe ich einfach gemerkt, wie schwierig es ist, erstmal Kinder zu betreuen oder Kinder betreuen zu lassen. Und dann war es eben auch so, dass meine Kinder immer darüber sich beschwert hatten, dass das Essen so schlecht in der Einrichtung war. Und damals hatte ich mit meiner Schwägerin so rumgewitzelt und mir immer überlegt, ja, das können wir besser. Und ein paar Jahre später, also 2005, habe ich dann den Kindercater gegründet. Okay. Das war aber nicht hier am Standort, das war woanders. War damals Cook & Chill schon ein Thema? Nee, gar nicht. Ich war ja ganz blauäugig. Ich bin ja quasi über Nacht zur Gastronomin geworden und eigentlich war mein Ding, das Ganze zu vertreiben und die Idee zu verkaufen, weil ich ja im Grunde genommen Service-Designerin bin. Und dann war das aber der Zufall, dass ich dann in der Zeitung eine Großküche zu vermieten gesehen hatte. Die wurde da angeboten. Ich hatte auf einmal den passenden Koch und schon war die Idee geboren. Die Kunden wollten mich haben. Ich hatte von Anfang an so ein paar Einrichtungen, die mit mir auf jeden Fall zusammenarbeiten wollen. Und dann war es so, dass wir eigentlich jedes Jahr immer uns verdoppelt haben. Und irgendwann mal ging das mal nicht mehr, weil das war mit der Warenauslieferung, war man an den Grenzen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie bist du dann auf das Thema Cook & Chill gekommen oder was war die Notwendigkeit, damit anzufangen? Wir wollten die Warmhaltezeiten einfach geringer halten. Aber wenn ich natürlich mehr Essen warm ausliefere, muss ich früher packen. Und das heißt, ich wollte nicht morgens um 8 oder 9 Uhr Mittagessen liefern, weil dann bin ich ja nicht besser als damals der Caterer, der uns beliefert hatte, in der Kita, wo die Idee aufkam, den Kindercater zu gründen. Was war der erste Schnellkühler, den du hattest? Was für eine Größe war das? Ach, das war noch so richtig nostalgisch. Ich kann mich daran erinnern, du warst ja bei uns und wir hatten uns dann darüber informiert und ich war der Sache ganz aufgeschlossen. Nur mein Team, die waren noch sehr unsicher und wir sind dann nachher mit ganz viel Hin- und Herringen haben wir uns ja dann für das größte mobile Gerät entschieden. Mhm. Das war damals noch ein anderer italienischer Hersteller. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Einschübe waren das. Ich glaube, 10 oder 20. 20 Einschübe. Das, genau. Also total mini. Und wir waren natürlich die Größten, weil wir dieses Gerät hatten. Und dabei blieb es dann natürlich nicht, weil wir auch die Vorzüge festgestellt haben. Und dann haben wir sofort noch zwei danach gekauft. Welche Techniken setzt du heute in deiner Küche ein, um Speisen abzukühlen? Da fahren wir mehrgleisig. Also wir haben einerseits hier unsere Schillerhäuser. Mhm. Die haben wir jetzt auch dementsprechend aufgestockt, dass wir jetzt keine mobilen Geräte mehr haben, sondern richtig was Ordentliches, wo man sofort vom Kombidämpfer über reinfahren kann. Dann haben wir hier noch Rückkühlkessel und wir haben noch eine Nudelkochmaschine, die kühlt quasi die Nudeln mit kaltem Wasser ab. Für die 6000 Essen, die ihr jetzt macht, und ihr macht ja alles dann auch wirklich kalt, reichen die Geräte dazu? Ja, also das ist eben eine Frage des Know-hows und mhm. der Küchengeräteplanung. Mhm. Und ich habe da sehr gute und fähige Leute, die jetzt einfach auch Manpower und Arbeitsgeräte so einsetzen können, dass wir hier einen ordentlichen Ablauf haben. Das heißt, du bist jetzt ein bisschen mehr als 15 Jahre hier in der Branche und auch den größten Teil dann jetzt mit dem Thema Cook & Chill schon befasst. Was hat für dich da Zukunft? Heißauslieferung, Kaltauslieferung? Also Warmauslieferung wird meiner Meinung nach nicht mehr länger bestehen bleiben, weil einfach die Qualität nachlässt. Und ich kann ein Essen nicht 3 oder 4 Stunden warm halten und dann noch hoffen, dass ich eine gute Qualität den Kunden ausliefere. Und ich hoffe auch, dass die Kunden die Vorzüge von Cook & Chill einfach mal langsam besser erkennen und auch, dass Kommunen und Städte in die Technik investieren. Das wäre meine letzte Frage. Wie ist die Akzeptanz bei deinen Kunden zu dem kalt angelieferten Essen? Ist für die ein bisschen mehr Aufwand? Ist das sehr viel Arbeit, die zu überzeugen? Wenn sie es erst mal kennen, wollen sie nicht mehr davon weg. Und das ist ja schon mal ein gutes Beispiel. Und die von der Warmauslieferung, die sind im Grunde genommen nur dazu gezwungen, weil sie einfach die Gerätschaften und den Platz oft auch nicht haben. Aber von den Anforderungen her ist das für alle top.
weil die Grundschulen und die UGS und die Kitas, die werden immer größer und die können gar nicht mehr, man kann gar nicht mehr so viel in Warm anliefern. Es gibt einfach nur noch Schlabberpack und das will ja keiner. Das heißt, auch von unserer Stelle hätten wir hier sozusagen den Wunsch, dass mehr ins deutsche Schulsystem investiert wird, auch im Bereich der Speisenversorgung. Ja. Und ja, mit tollen Unternehmern wie der Petra Rubelius und dem Kindercater werden wir auch in der Lage, die Schüler, denke ich, gut, gesund und lecker zu verpflegen. Petra, vielen Dank, dass wir heute beide sein durften. Wir wünschen dir alles Gute, viel Erfolg, bis dahin. Danke, gleichfalls. So, ich hoffe, Sie können mich wieder hören. Ich freue mich auch direkt auf die Rückmeldung, ob das mit dem Ton jetzt besser ist. Ich schalte die Präsentation gleich weiter. Wir haben an der Toneinstellung während des Videos was verändert und ich hoffe, Sie können mich jetzt besser hören. Kleine Rückmeldung über den Chat würde uns sehr freuen, denn dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Okay, keine Rückmeldung. Ich hoffe, der Ton ist gut. Ich mache einfach weiter. Sie haben gesehen, beim Kindercater sind Nuvia, Schnellkühler, Schockfroster. Ich lese gerade, der Ton ist immer noch schlecht. Ich frage kurz, wollen wir eine 2 Minuten Pause machen oder machen wir weiter? Wir machen weiter. Ich brauche nur den Bildschirm wieder. Wunderbar. Also, die Nuvia, Schnellkühler und Schockfroster gibt es in 3 Linien. Die Industry Line, die Power Line und die Compact Line. Industry Line, große einfahrbare Schnellkühler. Es gibt auch einen Handeinschub-Schnellkühler für 26 GN 1/1. Es gibt Geräte abgestimmt auf den Kombidämpfer-Hornwagen, aber im Großen und Ganzen geht es um große Schnellkühler für Gemeinschaftsverpflegung, Zentralküchen, für Catering-Betriebe und eben für Lebensmittelmanufakturen. Jetzt habe ich schon gesagt, man braucht den großen Besen, um Speisen richtig kalt zu machen. Und beim großen Besen ist vor allen Dingen wichtig, dass er leistungsstark ist und dass er robust ist. Und genau das sind die Nuvia Schnellkühler. Fangen wir mit ein paar ganz einfachen Fakten an. Allein schon die Isolierung. Wir haben Paneele in 100 mm. Isolierung, der Boden ist 80 mm isoliert, der Schaltschrank ist IP66, das heißt, wir haben hier einen hohen Schutz gegen Reinigungswasser und in großen Küchen wird natürlich auch ordentlich gereinigt. Ganz, ganz wichtiges Thema, wir haben einen Reparaturschalter, der ist meiner Meinung nach grundsätzlich bei solchen Geräten vorgeschrieben, aber nicht jeder Hersteller sieht so einen Knopf vor, das heißt, das muss dann bauseitig vorgesehen werden. Auch das Diktator-Türschloss, das robust ist, mit einem Türdämpfer arbeitet, sorgt dafür, dass Scharniere geschont werden und dass die Türen ganz oft auf- und zugemacht werden, von selber zugezogen werden. Und ein kleines Detail, was ich noch gar nicht in die Präsentation aufgenommen habe, wir haben auch keine Türrahmenabdeckungen mehr, diesen Kunststoffrahmen, der dann oft kaputt geht, alles in Voll-Edelstahl-Türstopper. Runden die robuste Ausführung der Schnellkühler ab. Rammschutz ist selbstverständlich, Innenbeleuchtung ist möglich. Das heißt, hier sind wir wirklich schon von der Bauart auf anspruchsvolle Kunden ausgerichtet, die wirklich dann eben auch ihre Geräte ordentlich belasten können. Das zweite, das ist die Leistung. Und das R-Plus-System von Nuvia, das sorgt wirklich dafür, dass der Schnellkühler in der Lage ist, viel Energie aus dem Produkt aufzunehmen. Und darum geht es. Wir müssen die Produkte schnell kühlen, ohne sie auszutrocknen, ohne sie anzufrieren. Und da bleibt im Schnellkühler nur die schnell bewegte kalte Luft. Und da ist der erste Baustein des R-Plus-Paketes, sind die großen Lüfter. Wir haben Ziel-Abeck-Lüfter, 630 mm Durchmesser, 2 Stück pro Verdampfer, sodass wir wirklich 24.000 Kubikmeter Luft pro Stunde umwälzen können. Und das ist schon mal das erste Werkzeug, um die Energie, die Hitze aus dem Produkt zu entziehen und auf den Verdampfer zu bringen. Der Verdampfer ist das nächste Thema. Der Verdampfer muss sehr groß sein, braucht eine große Oberfläche und hier hat Nuvia einfach die XL
Oberfläche gewählt, denn nur wenn ich eine große Verdampferfläche habe, kann ich auch wirklich viel Wärme aus dem Produkt aufnehmen. Dazu kommt, der Verdampfer ist in großen Küchen sehr stark belastet, viel Temperaturschwankung, viel Feuchtigkeit, Lebensmittel, Partikel, Salze, Säuren, der kann auch mal kaputt gehen, ist bauartbedingt aus Kupfer und Aluminium, um viel Energie aufnehmen zu können. Nuwer hat eine Elektrophin-Beschichtung serienmäßig bei den Industrieline-Schnellkühlern und deshalb können wir auch 5 Jahre Garantie auf die Verdampfer geben. Ich frage noch einmal, ob der Ton jetzt besser geworden ist, ob wir das Mikrofon eventuell tauschen sollen. Ich freue mich über eine kurze Rückmeldung, sonst tauschen wir das Mikrofon. Wir haben auch noch andere Mikrofone hier. Wenn keine Rückmeldung kommt, dann würde ich weiterreden. Ansonsten sagen Sie wirklich gerne Bescheid, dann tauschen wir das Mikro eben. Ja, wir machen eine ganz kurze Pause. Der Ton scheint nicht besser zu sein. Soll das Mikro tauschen? Mein hektischer Arbeitstag beginnt meistens schon zu Hause. Aber auf dem Weg ins Büro bekomme ich den Kopf nochmal frei. Für das Frühstück bleibt wenig Zeit. Trotzdem ist es mir wichtig, ausgeglichen und mit Energie in den Tag zu starten. Erst recht, weil es heute stressig wird. Gleich habe ich einen Termin mit einem neuen Kunden. Kurz vorbereiten und dann geht es auch schon weiter. In der Mittagspause muss es möglichst schnell gehen. Trotzdem sollte es frisch und gesund sein. Aber da sind die Ansprüche ganz individuell. Wenn ich allein an meinen Freundeskreis denke, vegan, vegetarisch, möglichst bio und regional, gerne aber auch meinen frischen und deftigen Burger. Wie werden diese unterschiedlichen Bedürfnisse bedient? Wie können auch größere Menschengruppen regelmäßig frisch und gesund und vor allem auf den Punkt versorgt werden? Sollten nicht gerade unsere Jüngsten früh an eine gesunde Ernährung herangeführt werden? Das sind viele Fragen, um die sich die Mitarbeiter bei Nordkap tagtäglich Gedanken machen. Profitechnik für Frische und Genuss. Diese Maxime verfolgen wir als Spezialist und Werksvertretung für gewerbliche Kühl-, Koch- und Spültechnik. Ich glaube, der Antrieb kommt daher, dass der Markt sich extrem stark wandelt und ganz viele Fragezeichen dort sind und wir können Antworten liefern. Und so, wir haben, Sie sehen, ich habe hier so einen kleinen schwarzen Kasten jetzt am Hemd stecken. Wir hoffen, dass sich der Ton etwas verbessert. Wir haben gerade schon nachgeschaut. Bei uns ist der Ton in Ordnung. Es kann wirklich auch am Dienstleister liegen, der hier das Video streamt. Ich sehe die Präsentation nicht, die bräuchte ich wieder, damit wir hier weitermachen können. Wunderbar. Da war ich stehen geblieben. Die große Verdampferoberfläche ist entscheidend für die Möglichkeit, viel und schnell die Hitze zu entziehen, ohne Produkte auszutrocknen oder anzufrieren. Dazu die hochwertige Elektrophin-Beschichtung, die uns in die Lage versetzt, 5 Jahre Garantie auf die Verdampfer zu geben. Der dritte Ton ist immer noch schlecht. Es tut mir sehr leid. Uns fehlen da im Moment die Möglichkeiten. Ich mache jetzt weiter. Meine Kollegin am Rechner versucht, das Thema in den Griff zu bekommen. Das elektronische Expansionsventil, das im Gegensatz zum thermostatischen Expansionsventil das Kältemittel deutlich dosierter einspritzen kann und somit für ein gleichmäßigeres Arbeiten einen ausbalancierten Kältekreislauf sorgen kann, spart nicht nur Energie, sondern erhöht ebenfalls die Leistung des Schnellkühlers. Jetzt kann ich nicht weiterschalten. Ich glaube, ich brauche noch einmal einen kleinen Klicker. Dankeschön. Fassen wir zusammen. Das R-Plus-System besteht aus den großen Verdampfern mit XL-Verdampferoberfläche, den großen Lüftern 630 mm Durchmesser, 24.000 Kubik pro Stunde, dem elektronischen Expansionsventil. Und dann haben wir schon mal auf der Schnellkühlerseite alles richtig gemacht, um viel Hitze zu entziehen. Und das ist das, wofür Nuwer bei Nordkap steht. Auf der anderen Seite ist die externe Kältetechnik natürlich genauso wichtig, damit eine Anlage wirklich gut läuft. Hier bieten wir 3 Möglichkeiten an. Die eine Möglichkeit ist, die funktioniert perfekt. Wir liefern das externe Kälteaggregat für das synthetische Kältemittel R452A mit. Auf dem Bild sehen Sie 2 Schnellkühleraggregate bei der Firma Typhoon Tofu in Freiburg. Das sind Aggregate mit 86 kW Kälteleistung, jeweils einem 50 PS Bitzer-Kompressor
und in jeder Anlage werden hier 900 Kilogramm Tofu in 120 Minuten schnell abgekühlt, damit sich ganz einfach auch bei diesem pasteurisierten Produkt die Haltbarkeit nochmal verlängert. Auch möglich ist die Lieferung ohne Aggregat. Dann muss natürlich der Kältefachbetrieb, der Kältefachplaner die Kältetechnik richtig auslegen. Ganz klar braucht jeder Schnellkühler einen eigenen Kompressor. Und die dritte Variante, wir liefern Nuwer-Schnellkühler auch zum Anschluss an externe CO2-Kältetechnik, die auf jeden Fall vom Kälteanlagenbauer geliefert werden muss und auch wirklich gut geplant werden muss. Denn die Planung der Kältetechnik, und auch das gehört zu unserem Nuwer bei Nordkap-Paket dazu, muss gut vorbereitet werden. Ich stehe da als Ansprechpartner zur Verfügung. Die wichtigsten Punkte für einen Schnellkühler sind immer die gleichen. Wir brauchen einen Einzelkompressor pro Schnellkühlanlage, damit es wirklich effektiv ist. Beim CO2 geht man aus Kostengründen manchmal andere Wege, muss aber ganz klar vorher Leistungseinschränkungen benennen und diskutieren. Jetzt kommt eine Frage, wunderbar, vom Thorsten Kretschmer. Vielen Dank. Abtauzeiten. Grundsätzlich, wenn wir im Schnellkühlen sind, müssen wir nicht abtauen. Durch hohe Verdampfungstemperaturen im Bereich bis zu minus 5 Grad, durch intelligente Programme wird beim reinen Schnellkühlen ein Abtauen nicht nötig sein. Einmal am Tag sollte man eine solche Anlage immer abtauen. Und wenn man schockfrostet, dann muss natürlich auch je nach Anfall nach 4, 5, 6 Stunden einmal abgetaut werden. Wir zeigen Ihnen ganz zum Schluss noch ein Filmchen. Da werden Mochis schockgefrostet. Dort wird nach 5 oder 6 Stunden einmal abgetaut. Und sonst laufen die Anlagen bei minus 40 Grad im Dauerbetrieb durch. Ganz wichtig, die Nuwer Schnellkühler und Schockfroster bringen in ihren Schaltschränken alles mit, um das Aggregat zu steuern. Hier zeigt sich, je besser die Abstimmung im Vorfeld ist, umso besser wird das Ergebnis später erreicht. Wir können den Kompressor vom Schaltschrank aus anschalten. Eine Pump-Down-Regelung ist letztendlich schon mit eingebaut, sodass bei Auswahl des richtigen Aggregates wir hier eine runde und letztendlich sogar sehr, sehr schlanke Anlage liefern. Kommen wir zu den anderen Themen, für die Nuwer auch steht. Große Flexibilität in der Ausführung der Zellen. Hier sehen Sie zwei Bilder vom Klinikum Siegen. Dort sind zwei CO2-Schockfroster. Schnellkühler muss man in dem Fall sagen. Hier wird ausschließlich schnell gekühlt. Boden eben als Durchfahrgeräte eingebaut, die Kapazität 2 2-Einzelwagen oder 4 1-Einzelwagen. Der Kunde setzt hier Kombidämpfer der Marke Rational ein. Das heißt, da passen sogar 4 von den Kombidämpferwagen 20 mal GN 1-Einzel herein. Gerät ohne Boden. Wie sah das aus bei der Montage? Wir haben geliefert einen Edelstahlrahmen, der auf dem Boden montiert worden ist. Die Schnellkühlzelle ist aufgebaut worden. Und erst dann kam der Oberbodenbelag, in diesem Fall ein Epoxidharz. Das ist natürlich eine sehr komfortable Einfahrsituation. Reinigung ist etwas aufwendiger, weil der Küchenboden hier natürlich schwerer zu reinigen ist als ein glatter Edelstahlboden. Und auch die Hohlkehlanbindung ist etwas kniffliger und muss sicherlich in einer absehbaren Zeit auch dann mal im Bereich einer Wartung überarbeitet werden. Sie sehen ansonsten, Einbau ins Kühlhaus ist natürlich möglich. Ein kleines Detail, was man hier sieht, aber auch auf dem nächsten Bild, denn da stehen zwei Schockfroster diesmal mit Isolierboden eingebaut in einen vorhandenen Küchenboden. Hier ist der 80 mm Isolierboden in einen Küchenboden eingelassen worden, nachher mit einem Epoxidharz vergossen worden und wie bei den Geräten im Klinikum Siegen auch hier einmal Verdampfer links, einmal Verdampfer rechts, sodass beide Kondenswasserausläufe über einen Bodeneinlauf entwässert werden können. Das hat zwei Vorteile. Erstens ist der Ein-Gulli, der ist günstiger, der ist leichter einzubauen. Und was mir auch gut gefällt, das Einfahren nicht über ein Gitter einer Bodenrinne ist doch deutlich einfacher, insbesondere wenn so ein Wagen schwer beladen ist. Rechts daneben sehen Sie die dritte Variante, die wir anbieten, neben ohne Boden, Isolierboden eingelassen, auch die Variante Isolierboden mit Rampe, nachträglich aufgestellt bei der Firma Böhringer in Ingelheim. Diese Geräte stehen hier für 1,5 Jahre, dann gehen sie an einen anderen Standort. Also auch im Bereich der Bodenanbindung
wo ich gerne auch beratend zur Verfügung stehe, wie man es machen kann. Oh, jetzt geht nichts mehr, schreibt jemand. Das kann ich nicht beurteilen. Bei mir sieht alles top aus. Ich frage mal kurz meine Kollegin am Rechner. Ah, wieder da. Wunderbar, dann mache ich auch einfach weiter. Ich danke für Ihre Geduld. Wir dachten, heute würden wir alles perfekt hinkriegen, aber der Teufel, der steckt manchmal im Detail. Wir geben uns Mühe und beim nächsten Mal sind wir besser. Und ich bringe das an der Stelle jetzt einfach an. Ich freue mich über Webinare. Noch mehr freue ich mich über echte Veranstaltungen. Ich freue mich auch über Besucher und Besuche. Das heißt, auch dafür stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Mit dem Ton, ich glaube, wir kriegen es heute leider nicht mehr in den Griff. Ich versuche das so gut wie möglich weiterzubringen. Am nächsten Bild, spezielle Herausforderung, hier wirklich ausschließlich Schockfroster zum Anschluss an eine externe CO2-Kälteanlage für Rauchwagen. Das heißt diesmal nicht für Gastronorm- oder Euronormwagen, sondern für Rauchwagen aus dem Fleischereibereich, Kantenlänge 1 Meter. Hartkunststoffrollen, dafür haben wir noch Schwerlastschienen eingebaut, denn hier wird, falls Sie auch mal das Carpaccio von der Blockfleischerei im Supermarkt kaufen, dann ist es in diesem Nuvair Schockfroster in 35 Minuten auf minus 18 Grad im Fünferpack schockgefrostet worden. Rechts daneben Beispiel eines Nuvair Kälteaggregates für das synthetische Kältemittel R452A. In dieser Abstimmung Schnellkühler Aggregat haben Sie wirklich eine top abgestimmte Anlage. Jetzt habe ich eine Frage, wunderbar. Die Frage ist toll. Ich weiß nicht, wer Thomas ist, aber Thomas hat das ein gutes Thema erkannt. Ich lese die Frage kurz vor, Entschuldigung, wie ist das Verhalten von Epoxidharzboden bei der Belastung? Das muss ganz klar an die ausführende Firma weitergegeben werden, dass hier hohe Belastungen vorliegen. Es stehen hier immer Der kann reißen, ganz klar. Ich habe da auch Fotos. Dankeschön. Ich habe da auch Fotos schon gesehen, wo Böden gerissen sind. Also ganz klar, das muss die ausführende Firma verantworten. Wir sagen, beim Schnellkühlen muss der Boden Schwankungen aushalten. Er muss bis minus 20 Grad belastbar sein. Beim Schockfrosten, da wird man das nicht machen, denn da müssten minus 40 Grad ausgehalten werden. Ja, wir gehen oder als letztes zum Thema bauliche Anbindung. Ein kleines praktisches Beispiel. Es wurde an mich die Aufgabe herangetragen, Herr Hülsmann, wir müssen ja einen Schnellkühler ersetzen. Der ist mit Rampe und Boden und der ist kaputt, sowohl das Aggregat als auch der Schnellkühler als solches. Wir bräuchten was Neues. Das vorhandene Gerät war mit Rampe und Boden, Verdampfer auf der linken Seite. Und das Aggregat war in Split-Variante, also sprich ein Aggregat und ein Verflüssiger im Außenbereich. Und das war alles, ja, musste alles ersetzt werden. Und was haben wir gemacht? Wir haben zum ersten das Gerät in den Boden eingelassen, hier mit Isolierboden. Der Gulli, den Sie sehen, der war bauseits vorhanden. Wir haben also beim Nuvair Schnellkühler den Verdampfer auf die andere Seite gebaut, den Kondenswasserauslauf auch noch auf die Seite ausgebaut, sodass in den bereits vorher vorhandenen Bodeneinlauf, das Kondenswasser abgeführt werden kann. Zudem ist die Rampe entfallen und auch das Aggregat ist durch ein Nuvair Kompaktaggregat, wie Sie es gerade gesehen haben, ersetzt worden, sodass wir alles in allem eine deutliche Komforterhöhung beim Kunden haben, nämlich keine Rampe mehr. Das Kondenswasser wird automatisch in einen Bodeneinlauf abgeführt und auch das Aggregat konnte mit deutlich weniger Aufwand montiert werden, da es ein Kompaktgerät ist. Jetzt habe ich Ihnen schon viel gezeigt, viele Bilder. Nuvair ist neu, ja, aber wir waren, ich denke, doch ein bisschen fleißig in den letzten Jahren. Das erste Gerät haben wir 2018 in Deutschland installiert bei der Firma Lehmanns Catering in Bonn. Seitdem sind ungefähr 40 große Anlagen geliefert worden, 15, 16 davon mit CO2-Kältetechnik. Und unser Kundenspektrum ist hier wirklich sehr, sehr breit von der Lebensmittelzentralküche, da stelle ich Ihnen gleich eine Lebensmittel-Einzelhandelszentralküche über Schulverpfleger, über Krankenhäuser, über Convenience-Hersteller, haben wir alles schon im Programm und ich freue mich, wenn es natürlich noch mehr werden. Einmal kurz zusammengefasst, die Nuvair Industry Line, Schnellkühler und Schockfroster sind verfügbar.
Für synthetische Kältemittel, unsere Empfehlung im Moment ganz klar R452a, aber auch für CO2. Sie sind verfügbar von 1 bis 5 Wagen GN 2 Eintel. Sie sind für Euronormwagen verfügbar, das heißt 600 mal 800 oder 2 mal 600 mal 400. Sie sind verfügbar für Rauchwagen im Bereich Fleischerei, 1 Meter mal 1 Meter, mit oder ohne Boden. Und auch der Verdampfer kann auf der linken oder rechten Seite sein, sodass wir doch einen sehr großen Baukasten haben, wo wir für die meisten Kunden, glaube ich, das Richtige finden. So, jetzt kommt eine Frage hier. Anfahrschutz? nein, es ist ein einfaches Geberit-Rohr. Es gibt aber ein schönes Beispiel, das Foto kam sogar schon vor, ich weiß nicht, ob es erkennbar war. Grundsätzlich bieten wir Rammschutz innen, wir bieten Rammschutz auf der Innenseite der Tür, Rammschutz auf der Außenseite der Tür, wir haben einen Rammschutz auf dem Schaltschrank und da der Schaltschrank in der Standardvariante oberhalb des Standardauslaufs nach vorne liegt, ist er damit eigentlich geschützt, es sei denn, der Wagen passt unter den Schaltschrank. Ansonsten ist das ganz klar auch die Aufgabe unseres Partners, eines Kältefachbetriebes, eines Großküchenfachhändlers und auch des Planers, diese Details zu besprechen. Aber das sind wichtige Dinge, die sind am Ende des Tages wichtig. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass wir jetzt die Kunststoffabdeckung für die Türrahmenheizung nicht mehr haben. Reines Edelstahl-Türprofil nenne ich das mal, sodass da nicht mehr viel kaputt gehen kann. Ein praktisches Beispiel, der Ton wird jetzt wieder ein bisschen besser. Wir zeigen Ihnen noch einen zweiten Film, diesmal nochmal vom Kindercater, wo ich die Geräte nochmal ein bisschen im Detail vorstelle. Film ab. Schönen guten Tag, mein Name ist Carsten Hülsmann. Ich bin bei Nordkap der Produktmanager für alle Schnellkühler und Schockfroster, die wir im Programm haben. Wir sind heute hier in Pulheim bei Köln beim Kindercater. Der Kindercater kocht circa bis zu 6000 Essen in der Kindergarten- und Schulverpflegung und 6000 Essen werden hier im Cook-and-Chill-Verfahren gekocht. Der Kindercater setzt dazu ein, zwei Rückkühlkessel, einen großen Nudelkocher mit Abkühlbecken und drei Umluftschnellkühler. Wir stehen hier vor zwei von diesen drei Schnellkühlern, die von der Firma Nuwer sind. Nuwer ist eine ganz junge Firma, die sich spezialisiert hat auf leistungsstarke, große Schnellkühler, in der Regel zum Einfahren. Die Nuwer Schnellkühler zeigen sich dadurch aus, dass sie zum Beispiel auch für den Anschluss an externe Kälteanlagen mit dem Kältemittel CO2 verfügbar sind und der Schwerpunkt insgesamt liegt bei Nuwer auf großen Schnellkühlern für Zentralküchen, für große Catering-Unternehmen und für Lebensmittelmanufakturen. Seit dem 1. Januar 2021 werden die Nuwer Schnellkühler exklusiv in Deutschland über Nordkap vertrieben. Hier haben wir zwei Einfahrschnellkühler und da muss ich direkt eine Sache dazu sagen. Sie sehen hier Schnellkühler mit Rampe und Isolierboden. Das ist natürlich nicht die optimale Aufstellung. Schöner wäre ein bodenebener Einbau. Der war hier aus technischen Gründen aber nicht möglich, da wir den Boden im Nachgang nicht mehr öffnen konnten und die Schnellkühler erst nach der Eröffnung der Küche eingebaut worden sind. Grundsätzlich sind die Nuwer Schnellkühler verfügbar mit Boden und Rampe, so wie wir es hier sehen, mit Isolierboden, der in den Küchenboden eingelassen wird oder auch ganz ohne Boden. Dann wird der Schnellkühler auf einen vorhandenen Küchenboden aufgesetzt. Dieser Boden muss allerdings bestimmte bauliche Voraussetzungen erfüllen. Das nächste wichtige Thema für Einfahrschnellkühler ist die Kapazität. Alle Nuwer 20 GN 2 Eintel Schnellkühler fassen immer einen 20-2 Eintel Kombidämpferhornwagen oder einen ganz normalen GN 2 Eintel Regalwagen. Ganz wichtig ist dabei, auch zwei Kombidämpferhornwagen 20 mal GN 1 Eintel passen in jeden Nuwer Schnellkühler, der für einen 2 Eintel Wagen geeignet ist.
Was zeichnet die Nuvair-Schnellkühler im Besonderen aus? Mir liegt besonders am Herzen das R-Plus-System. Das R-Plus-System besteht zum einen aus den großen Lüftern mit 630 mm Durchmesser. Jeder Lüfter schafft es, 12.000 Kubikmeter Luft pro Stunde umzuwälzen. Das heißt, in einem dieser Schnellkühler, die hier hinter mir stehen, werden pro Stunde 24.000 Kubikmeter Luft umgewälzt. Und das heißt, wir haben einfach jede Menge Transportmittel, um die Wärme aus dem Produkt zu entziehen. Der zweite Bestandteil des R-Plus-Systems ist der Verdampfer, der sehr leistungsstark ist, eine sehr große Oberfläche hat und zudem mit einer hochwertigen Beschichtung versehen ist, sodass wir auf den Verdampfer 5 Jahre Garantie geben können. Der dritte Baustein im Paket ist das elektronische Expansionsventil. Dieses sorgt für eine sehr genaue Regelung des Kältekreislaufs, sodass wir immer ausreichend Leistung am Produkt haben. Und hier bei den Schnellkühlern beim Kindercater mit dem synthetischen Kältemittel, Entschuldigung, R452A, sind auch die Kälteanlagen von Nuvair geliefert worden, sodass wir hier ein wirklich sehr ausbalanciertes Kältesystem stehen haben, mit dem Ergebnis, dass wir wirklich sehr leistungsstarke Schnellkühler haben, die es jederzeit möglich machen, verschiedene Produkte gleichzeitig zu kühlen, einzelne Chargen nacheinander in den Schnellkühler einzubringen und das alles, ohne dass die Produkte austrocknen oder sogar anfrieren. Wenn man leistungsstarke Schnellkühler, die gut in die Küche eingebaut worden sind, dann hat, ist das nächste natürlich eine möglichst einfache Bedienung. Nuvair bietet 2 Bedienkonzepte an. Einmal die Standardbedienung mit sehr vielen Programmen für verschiedene Produkte und einmal eine sehr einfache Bedienung, die wirklich nur aus 2 Schnellkühlprogrammen und 2 Schockfrostprogrammen besteht. Zusätzlich ist ein Dauerbetrieb möglich. Mir gefällt die einfache Bedienung besser, denn es stellt sich heraus, dass man im Softchilling eigentlich alle Produkte wie Kurzbratstücke, Reis, Nudeln, Kartoffeln oder Gemüse kühlen kann und braucht dafür gar kein extra Programm. Das Hardchilling ist dann das richtige Programm für Suppe, Soße, Braten oder Eintöpfe. Wenn die Bedienung klar ist, der Schnellkühler leistungsstark ist, die Anlage stabil läuft, dann kommt als nächste Frage immer, wie können Abkühldaten erfasst werden? Es gibt eine DIN zum Thema Cook and Chill. Hier werden bestimmte Abkühlzeiten abgefragt. Die Nuvair Schnellkühler sind standardmäßig mit einer USB-Schnittstelle ausgerüstet. Es ist standardmäßig eine Ethernet-Schnittstelle on board und zusätzlich lassen sich hierüber auch Module für Fernwartung und sogar Fernsteuerung anschließen. Für den Anschluss an Küchenleitsysteme, an externe Küchenleitsysteme, ist auch eine Modbus-Schnittstelle RS485 optional verfügbar. Mir ist ganz wichtig, dass die 3 Punkte bauliche Anbindung, externe Kältetechnik und der tatsächliche Bedarf einer Küche, wie groß muss der Schnellkühler sein, wo muss er stehen, muss es immer ein Einfachschnellkühler sein, kann es auch ein großer Handeinschubschnellkühler sein, dass diese Fragen gut beantwortet werden, denn wenn diese 3 Fragen gut beantwortet worden sind, dann wird in der Küche der Schnellkühler auch genau das tun, was der Kunde davon erwartet. Sie können mich gerne zu diesen 3 Punkten anrufen. Ich stehe unseren Kunden genau dafür zur Verfügung, sich mit dem Projekt Neuanschaffung Schnellkühler intensiv und nachhaltig zu beschäftigen, damit am Ende des Tages eine funktionierende Anlage steht, die wirklich Speisen schnell kühlt, ohne sie zu schädigen und dabei noch einfach in der Bedienung ist. Wenn Sie möchten, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung per E-Mail, per Telefon und auch per Videochat. Und natürlich vor Ort. Vielen Dank. Ja, und schon sehen Sie mich wieder live hier in Erkrath. Die Präsentation müsste ich wieder weiterschalten können. Dankeschön. Wir haben nochmal hier unsere Tonprobleme versucht zu eruieren. Wir können das von hier im Moment leider nicht lösen. Unser Ton ist glasklar, wir zeichnen das auf und allen, die teilgenommen haben, stellen wir gerne einen Link zur Verfügung, wo man sich das Ganze nochmal mit dem Ton und dann auch der daraus resultierenden Nervosität an meiner Person, stellen wir Ihnen da gerne nochmal zur Verfügung. Ja. Ich möchte Ihnen noch ein praktisches Beispiel
vorstellen. Einsatz, Nuvair Schnellkühler. Wir haben den Kindercater in 2 Videos vorgestellt bekommen. Der Bereich Lebensmittelmanufaktur, noch größere Küche, nimmt immer mehr Raum ein und auch die aktuelle Corona-Zeit beschleunigt dieses Thema. Der Herr Scheck hat das auch nicht vorhergesehen, hat aber im Jahr 2019 eine zentrale Produktion gebaut, in der er für 16 Supermärkte seine eigenen High-Convenience-Produkte herstellt. Ganz klar, das ist ein Edeka-Kaufmann. Da sind natürliche Kältemittel gesetzt, wie üblich im Supermarkt. Das heißt, auch die 5 Nuvair-Schnellkühler-Schockfroster werden hier mit CO2 betrieben. Es gibt eine Patisserie, es gibt eine Metzgerküche und vor allem gibt es eine große Kochküche, die ausschließlich gekühlte Ware herstellt. Da möchte ich Ihnen ein paar Sachen zeigen, wenn die Präsentation weitergeht. Danke. Hier sehen wir die aktuelle Werbung, noch nicht mehr ganz aktuell, vom 19. April. Der Check-in-Manufaktur, die sitzt in der Nähe von Karlsruhe. Die Märkte sind über Baden-Württemberg verstreut. Alle Produkte, die Sie auf dieser Seite sehen, sind in der Check-in-Manufaktur hergestellt worden. Vom Kuchen über die Pasta, über Fertiggerichte, über Suppen, über Soßen. Und das Tolle ist natürlich für den Betreiber, für die Firma Check-in, dass hier die Wertschöpfung von der Rohware bis zum Verkauf an der Kasse in einem durchfunktioniert. Und das zweite Thema, Trends kann die Firma Check-in jetzt unmittelbar aufnehmen. Die hat ein tolles Küchenteam, lässt sich, man sieht es vielleicht auf dem Foto von Harald Wohlfahrt da beraten, da gibt es enge Verbindungen, hat in Christian Adam einen hervorragenden Produktionsleiter, der wirklich aus dem Bereich der Gourmet-Küche kommt, der Paul Lingelser, der auch zu sehen ist, einer der besten Patissier Deutschlands. Und das wird alles gebündelt in einer tollen neuen zentralen Produktion. Und ich freue mich, dass wir mit Nuvair auch dabei sein dürfen. Sie sehen hier letztendlich die warme Küche. Da sind 4 20 GN2 Eintel-Kombidämpfer. Ich hatte vorhin die Firma aus Landsberg erwähnt. Hier sind die Geräte vom Hersteller MKN aus Wolfenbüttel. Wir haben 3 Multifunktionsbräseren und 2 Rückkühlkessel und eben 4 Durchfahrschnellkühler für je 2 20-2-Eintelwagen und haben wirklich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Koch- und den Kühlgeräten und Möglichkeiten. Der Produktionsleiter, der Adam, sagte irgendwann, ich glaube vor einem Jahr ungefähr, ach Herr Hülsmann, das ist ja doch ganz schön viel an Schnellkühlern, was ich hier habe. Ende letzten Jahres sagte Herr Hülsmann, ich bin so froh, dass ich genau diese Schnellkühler habe, denn die sind schon wirklich ausgelastet. Geräte, Sie haben die Themen schon mitbekommen, mit einmal Verdampfer links, einmal rechts, Geräte ohne Boden, Geräte zum Anschluss an externe CO2-Kältetechnik. Und auch hier ist die Hygiene ein ganz wichtiges Thema und das wird immer vernachlässigt. Der Fokus des Koches liegt zu Recht auf der Qualität, aber wir werden durch die Lebensmittelaufsicht, vielleicht auch durch die aktuellen Umstände, immer mehr fokussiert auch uns um Hygiene zu kümmern. Und ganz viele Schnellkühler schaffen vorgegebene Abkühlzeiten nicht. Und das liegt auch immer am Produkt, Beschickung, Behältertiefe, alles muss berücksichtigt werden. Es liegt aber auf Geräteseite ganz klar oft auch einfach daran, dass Leistung fehlt, dass Kapazität fehlt, das Produkt schonend und trotzdem schnell abzukühlen. Und das ist wirklich eines der größten Argumente für die Nuvair Schnellkühler. Die Firma Dr. Oetker Professional besitzt 2 Nuvair-Geräte in einem Produktionsstandort in Ettlingen und hat sich für Nuvair entschieden, nachdem sie das mit einem sehr bekannten Wettbewerber verglichen haben und einfach nur gesagt haben, der ist 15 Minuten schneller, das ist besser. Dafür steht Nuvair. Zum Thema Check-in noch ein kleines Thema hier, nur eine Übersicht, was für mich immer zum ersten Schritt bei der Planung einer zentralen Produktion, und das kann eine Küche sein, die für Caterings, die für Bankettveranstaltungen vorproduziert, das kann eine Küche sein, die für gastronomische Betriebe, für einen gastronomischen Betrieb vorproduziert, aber natürlich auch für große Zentralküchen im Bereich Gemeinschaftsverpflegung, Krankenhaus oder Lebensmittelmanufaktur, ist immer das gleiche Thema, die Mengen zu erfassen, was wird in welcher Zeit gekocht und wie sieht die passende Schnellkühlkapazität dazu aus. Ja, 45 Minuten sind rum, das war das erklärte Ziel von mir. Ich habe noch einen kleinen Ausblick,
kann ich Ihnen leider noch keine Fotos zu zeigen. Heute habe ich ausschließlich über die Industry Line von Nuvair gesprochen. Große Leistung, starke Schnellkühler für große Küchen. Aber auch im Bereich der steckerfertigen Geräte hat Nuvair sich einiges vorgenommen. Ab wahrscheinlich August 2021 werden verfügbar sein die neuen Powerline-Geräte. Wir werden sie dann auch ins Programm aufnehmen, die sich auch durch eine hohe Leistung auszeichnen und die, das gefällt mir besonders gut, ein Kältemittel einsetzen werden mit einem GWP unter 150, sodass wir da zwar kein natürliches Kältemittel einsetzen, aber ein synthetisches Kältemittel, das wirklich alle Anforderungen der F-Gas-Verordnung erfüllt. Das ist ein riesengroßer Schritt, nach vorne. Und das Zweite, da will ich noch nicht zu viel vorwegnehmen, ist das neue Design. Ich sag mal, wir haben die Geräte ein bisschen umgedreht und ich denke, das wird spannend sein, auch sich mit diesen Nuvair Powerline-Geräten im neuen Layout mit neuem Kältemittel, aber der gleichen hohen Leistung wie die großen Geräte auseinanderzusetzen. So habe ich das schon erlebt. Kältetechnik, die am Siemens Lufthaken hing und Schnellkühler, die zwar gebraucht wurden, aber leider nicht wirklich richtig benutzt worden sind, um genau diesen beiden Fälle auszuschließen, damit nachher alles wirklich läuft, stehe ich gerne zur Verfügung. Wir möchten Ihnen noch ein kleines Filmchen zeigen. Der hat uns selber viel Freude bereitet bei einem Produzenten von Mochis. Da kommen zwei Nordkap Schockfroster schon seit einigen Jahren zum Einsatz. Mit dem Filmchen möchte ich mich verabschieden. Hier nochmal meine Kontaktdaten. Ich stehe gerne zur Verfügung. Es tut mir leid, dass wir Tonprobleme hatten und wahrscheinlich immer noch haben. Wer möchte, bekommt gerne die Aufzeichnung mit astreiner Tonqualität zur Verfügung gestellt. Vielen Dank. Wir verabschieden uns mit einem kleinen Film, wie denn eigentlich Mochis entstehen. Noch einen schönen Tag. Bis dahin.